Hallo zusammen und willkommen zurück. Ein spanisches Sprichwort besagt, niemand findet seinen Weg, ohne diesen mehrmals verloren zu haben. Was absolut zutreffend ist, da mein Orientierungssinn absolut für die Tonne ist. Ha. Yep. Ich hab mich definitiv verlaufen. Aber genug von mir. Willkommen zurück zu meiner kleinen Entdeckungstour durch Spanien. Heute schauen wir uns Malaga an. Malaga wurde ca. im 8. Jahrhundert vor Christus von seefahrenden Phöniziern gegründet, die die Stadt dann Malakka nannten. Über die Bedeutung des Städtenamens wird natürlich auch spekuliert. Aufgrund der in der Region im Altertum üblichen Garum-Fabrikation gehen manche Forscher davon aus, dass der Name von der semitischen Wurzel Salz abgeleitet ist. Gegen diese Hypothese spricht jedoch die Entdeckung auf punischen Münzen. Auf diesen Münzen ist ein Tetrastyl abgebildet, ein Tempel mit 4 Säulen. Es kann also vermutet werden, dass der Name der Stadt im Zusammenhang mit dem Namen des Gottes Malekart steht. Malekart ist aus Milk, König und Kart, Stadt, zusammengesetzt und bedeutet Herr der Stadt. Auf genau diesen Gott könnte der ursprüngliche Name Malagas verweisen. Malaga war lange Zeit unter der Herrschaft Karthagos, geriet aber im Zweiten Punischen Krieg in den römischen Machtbereich, wo es zunächst zur Provinz Hispania Ulterior wurde. Nach der Provinzreform des Kaisers Augustus wurde es zur Provinz Baetica. Die Völkerwanderungszeit für die Provinz Baetica bedeutete auch für Malaga wechselhafte Jahre mit wiederholten Herrschaftswechseln. Nach den Vandalen, nach den Alanen, stritten sich die Westgoten und die Oströmer um die Herrschaft. Um 571 wurde die zur oströmischen Provinz Spanier gehörende Stadt bzw. ihr Umland kurzzeitig von den Truppen des westgotischen Königs Leovigild besetzt. Dieser Prozess zog sich jedoch etwas länger hin. Erst um 616 übergaben die Oströmer die Stadt endgültig an die Westgoten, was immer noch schneller ist, als einen Termin mit dem Techniker eures lokalen Internetanbieters zu bekommen. Um 711 eroberten die Mauren dann Malaga und nannten die Stadt Malakka. Bedeutung erlangte die Stadt dann im frühen 11. Jahrhundert, als die Hammoliden, die sich als rechtmäßige Erben des Kalifats von Cordoba verstanden, hier eine ihrer Residenzen errichteten. Sie erreichten jedoch nie mehr als eine Akzeptanz von Seiten der Berber. Nach der Eroberung der katholischen Könige im Zuge der Reconquista am 18. August 1487 begannen die Reformen, um die Stadt in eine neue christliche Ansiedlung zu verwandeln. Heute wird die Stadt an der Nord-Süd-Achse durch den Fluss Guadalmedia geteilt. Die Altstadt mit den meisten Sehenswürdigkeiten liegt östlich des Flusses. Und genau dahin begeben wir uns. Unser erster Weg führt uns zur Kathedrale von Malaga, der Santa Iglesia Catedral Basilica de la Encarnación. Die Kathedrale von Malaga befindet sich im Zentrum nahe des städtischen Hafens und ist die höchste Kathedrale Andalusiens. Sie ist eine ab 1528 durch Christen umgestaltete Moschee und sticht einem nicht ausschließlich aufgrund ihrer Größe sogleich ins Auge. Nach der Eroberung der Stadt durch die Christen 1478 wurden die Bauarbeiten erst 1782 beendet. Also haben sie ca. 250 Jahre dafür gebraucht. Also ungefähr die Zeit, die es dauert, um heute auf eine neue Couch zu warten. Durch die umfangreiche Zeitspanne, die der Erbauung zugrunde liegt, sind viele verschiedene Stile in das Bauwerk eingeflossen, darunter unter anderem Barock- und Renaissance-Stil. An der Fassade selbst lassen sich auch gotische Elemente erkennen. Die Hauptfassade besteht aus 3 Torbögen, die im rötlichen Marmor gehalten sind. Insgesamt hat die Kathedrale 3 Kirchenschiffe, die allesamt etwa 42 Meter hoch sind. Jedoch weisen alle 3 unterschiedliche Breiten auf. Die Kathedrale wird auch liebevoll La Manquita genannt, die kleine einarmige Dame. Da ursprünglich 2 Türme gedacht waren, aus finanziellen Gründen jedoch nur einer erbaut wurde. Im 93 Meter hohen Turm befinden sich 14 Glocken. Ferner verfügt die Kathedrale über eine eigene Gartenanlage sowie einen Innenhof, der von zahlreichen Orangenbäumen verziert ist. Unser nächster Stopp ist das Römische Theater. Das Römische Theater kann von der mythischen Malaga-Straße La Alcazabila aus gesehen werden und ist Teil des monumentalen Komplexes von Malaga La Alcazaba. Interessant ist, dass die Überreste erst vor kurzem zutage gefördert wurden. 1951 wurden sie bei Bauarbeiten entdeckt und 2005 nach dem Abriss der darüberliegenden Gebäude der Platz neu gestaltet und das Theater vor der Alcazaba in Mauer gezeigt.
Daraufhin wurde es für den Gebrauch restauriert und heute werden auch manchmal Shows im Inneren angeboten. Aber da wir schon so viel davon gehört haben, kommen wir jetzt zur Hauptattraktion. Die Alcazaba von Malaga. Die Alcazaba von Malaga ist ein historisches Zeugnis arabischer Baukunst. König Badis Maskan, Herrscher des granadischen Tifa-Königreiches, baute in den Jahren von 1036 bis 1057 auf den Resten der phönizischen Palastanlage die Alcazaba, was auf Spanisch Zitadelle oder Festung bedeutet. Da die Festungsanlage als Residenz des arabischen Herrschers diente, ähnelt sie sich im Grundriss der Alhambra von Granada. Im Osten ist sie mit der Burg Castillo del Gibrafaro verbunden, die etwa drei Jahrhunderte später entstand und von den katholischen Königen nach der Eroberung Malagas im Jahre 1487 errichtet wurde. Die Festung befindet sich am Hang des Berges Gibralfaro in der kleinen Bucht, an der die Stadt Malaga liegt. Die Festung wurde zum ersten Mal in der Epoche des Kalifats der Umayyaden erwähnt, an das die Stadt Malakka angrenzte. In der Epoche von Abd ar-Rahman I. wurde im Jahr 755 in verschiedenen Quellen die Alcazaba als Festung erwähnt. Und ebenfalls im 8. Jahrhundert ordnete man die Errichtung der Moschee in dieser Festung an, einer Freitagsmoschee oder einer Hauptmoschee, die Al-Yama genannt wird. Aus dieser ersten Epoche, der des ersten Emirats von Cordoba, blieben die Ruinen von Wohnhäusern im Eingangsbereich von Alcazaba erhalten. Dieser Bereich wurde jedoch nicht bebaut, da sich hier bis zum 18. Jahrhundert das Tor zur Festung befand. So blieben diese sehr abgetragenen Überreste unter einem Haus erhalten, das in den 1940er Jahren abgerissen wurde. Die 100 Jahre des Emirats von Cordoba waren die Zeit des Wohlstandes. Malakka gewann seine Bedeutung als Küsten- und Hafenstadt zurück, die es einst in der Vergangenheit hatte. Man datiert heute die Errichtung einiger Bereiche der Alcazaba in die Zeit des Emirats, denn die Quadratsteine sind in dieser Epoche typischerweise abwechselnd mit der breiten und mit der langen Seite nach vorne verlegt. Jedoch wurden diese Konstruktionen vollständig in der Epoche der Taifa-Reiche und später der Nasriden überbaut. Die Zeit der Taifa-Reiche, das war das Jahr 1014, werden als Beginn der Unabhängigkeit der lokalen Herrschaft gegenüber der Zentralmacht betrachtet. Es war eine Epoche einer großen Instabilität angesichts des Vorrückens der Christen. In jener Zeit wurden die ersten großen Bauarbeiten durchgeführt und man geht davon aus, dass die Stadtmauer zu diesem Zeitpunkt gebaut wurde. Die wichtigste Epoche, um mehr Kenntnisse über die Festung selbst zu gewinnen, ist die des Badis, des Königs der Ziriden von Granada. Er eroberte die Stadt um ca. 1056. Badis ließ später den Palast der Hammudiden aus dem 11. Jahrhundert erneuern und errichtete ein Pavillon mit Vielpassbögen, der nun nicht mehr dem Kalif-Stil gleicht, sondern sich der Ästhetik des Taifa-Königreiches anpasst. Aus dieser Epoche stammt auch das Viertel mit den Wohnhäusern, mit Bad und Zisternen für die Angehörigen des Hofes und das Dienstpersonal des Palastes. Hier können bis zu 50 Personen leben. Laut verschiedener Quellen ist den Taifa-Reichen in der Epoche der Almohaden die Dekoration des Turms Torre de Maldano zu verdanken. Er hat Säulen aus Marmor und eine kufische Inschrift unter dem Kapitel. Ebenso gibt es Sockel mit rotem Ocker, die die Wohnhäuser aus dem 11. Jahrhundert verzieren. Die gleichen Quellen erwähnen auch die Benutzung von Alcazaba als Staatsgefängnis. Während der Herrschaft der Almohaden wurden wichtige Verbindungen zwischen Malaga, Algeciras, Almeria und den Häfen im Maghreb aufgebaut. Die Alcazaba blieb weiterhin eine Palaststadt, unabhängig von allen ihren Funktionen als Medina. Das bedeutete, dass die Alcazaba politische und administrative Befugnisse hatte. Sie war Regierungssitz und Sitz der Hierarchien der Stadt. Seit der Epoche der katholischen Könige bis in die heutige Zeit wurde der befestigte Bereich allmählich in Beschlag genommen. Zunächst für Artillerie, dann als Residenz des Kastellans. Ab dem 18. Jahrhundert, als die politischen Kräfte und die Militärverwaltung die Stadt verließen, wurde der obere Teil der Festung von den Zivilbevölkerung genutzt. Und so wurde es zu einem Armenviertel der Stadt. Erst im Jahre 1933 wurden die Restaurierungsarbeiten in Angriff genommen, die so wichtig für die Erhaltung des Baudenkmals waren. Und damit möchte ich mich wieder mal bei euch bedanken, dass ihr es zum Ende des Videos geschafft habt. Das Abonnieren des Kanals und ein Daumen nach oben sind mir sehr willkommen. Verbesserungsvorschläge für die Videos sind immer gerne willkommen. Schreibt sie einfach in die Kommentare. Alle Quellen, die ich benutzt habe, findet ihr ebenfalls in der Infobox.
sowie der Link zu Social Media und anderen Dingen. Ich hoffe, dass wir uns wieder in einem Monat sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.